Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Overlock-Nähmaschine richtig einfädelt. In meinem Fall ist das die Gritzner 788 und ich gehe mit euch Schritt für Schritt durch, wie ihr erstens die Oberfäden einfädelt und wie ihr die Unterfäden einfädelt. Viel Spaß! So, ich habe die Fäden jetzt mal entfernt, was ihr natürlich normalerweise nicht einfach so macht, sondern nur, wenn der Faden reißt, müsst ihr die Maschine neu einfädeln. Die Maschine kommt auch eingefädelt mit kleinen weißen Kohlen. Und wenn ihr es euch einfach machen wollt, dann knotet ihr einfach die Fäden, die neuen Fäden, also schneidet hier ungefähr die alten Fäden ab, knotet sie hier ran und zieht dann die Fäden einfach durch und habt dann den neuen Faden eingefädelt. Da es aber trotzdem auch mal passieren kann, dass euch ein Faden reißt oder zum Beispiel die Nadel abbricht oder was auch immer, solltet ihr wissen, wie man das Ganze einfädelt. Das steht natürlich in der Anleitung und viele Leute haben Angst davor. Auch ich habe am Anfang gedacht, um Gottes Willen, wie mache ich das bloß? Aber es ist gar nicht so schwer und je öfter ihr das macht, umso leichter fällt es euch. Ich zeige euch das jetzt aber erstmal. So, am Anfang solltet ihr erstmal alle Kohlen hier raufsetzen. Könnt ihr natürlich nacheinander machen. Ich setze die jetzt hier mal alle nacheinander direkt auf, damit ich die Kamera nicht fünfmal hin und her ziehen muss. Dann nehmt ihr euch etwas Faden und führt den Faden hier oben durch diese Löcher. Ich mache das jetzt mal bei allen vier Fäden auf einmal. Wie gesagt, ihr könnt auch erstmal eine Rolle machen und dann macht ihr mit der nächsten weiter. Das ist ganz euch überlassen. Also hier oben durch die Löcher durch, da braucht ihr auch noch nicht die Pinzette, denn die Löcher sind groß genug. So. Dann fangen wir mit dem ersten Oberfaden an. Den ziehen wir einfach ein bisschen ab. Hier sind solche kleinen Klemmen für alle vier Fäden. Dort klemmt ihr den Faden hinter, bis er so einrastet sozusagen. So, dann kommt er hier durch die erste Fadenspannung. Ihr löst hier an der Seite mit dem Knopf die Scheiben. Dann zieht ihr ihn hier unter durch, hier oben rüber und hier hinter diese kleine Klemme und dann könnt ihr den Faden am besten nochmal sauber abschneiden. Dann braucht ihr am besten auch die Pinzette. Nehmt ihn mit der Pinzette und fädelt ihn durch die erste Nadel, greift ihn nochmal durch und zieht ihn erstmal nach hinten weg. So. Der zweite Faden funktioniert genauso. Hier einmal hinterklemmen, dann durch die Fadenspannung hier unter diesen beiden Metallteilen durchziehen, hier oben wieder lang, hier wieder hinterklemmen und den Faden, wenn er noch nicht sauber abgeschnitten ist, einmal sauber abschneiden. Dann die Pinzette zu Hilfe nehmen. Zweite Nadel lässt sich etwas schwieriger machen, weil man da schwieriger rankommt. Das geht aber auch. Na, dann einmal ziehen und am besten hier nach hinten wegziehen. Den anderen Faden habe ich jetzt auf der falschen Seite lang gezogen. Den müsst ihr auch hier hinten lang ziehen, sodass er am Ende hier unter dem Fuß landet. So. Dann kommen der dritte und vierte Faden. Die könnt ihr beide wieder hier oben einklemmen, durch die Scheiben durch. Das mache ich jetzt schon mal bei beiden, weil ich die Kamera jetzt gleich verstelle. Durch die Scheiben durch. Als nächstes ist dann der dritte, der grüne Faden dran. Der kommt jetzt also von hier oben und muss hier beim ersten grünen Punkt hinter diesen, hier oben muss er rein, hinter diesen Haken geführt werden. Dann ist hier unten sind zwei solche kleinen Metallteilchen. Nur auf dem größeren, auf dem vorderen ist ein grüner Punkt. Das heißt, da muss der Faden auch durch. Dann, so, das könnt ihr euch übrigens mit dem Handrad so einstellen, dass ihr das besser seht und besser rankommt. Also unter diesen rechten Metallhaken hier durch und hier oben ist der nächste grüne Punkt, da muss er dann lang und dann als nächstes durch diesen Greifer hier und da
nehmt ihr euch die Pinzette, weil ihr sonst auch schwer da rankommt, und zieht den Faden dort durch. Dann legt ihr ihn wieder nach hinten weg. Ups, passt auf, dass er sich hier nicht verhakt. Und dann geht es weiter mit dem letzten, mit dem gelben Faden. Der gelbe Faden kommt auch hier oben raus. Hier ist der erste gelbe Punkt, da wird er hintergehakt, ähnlich wie beim grünen. Dann ist bei diesen beiden Metallhäkchen nun bei beiden ein gelber Punkt. Das heißt, er kommt einfach unter beiden hindurch. Hier ist der nächste gelbe Punkt, das ist dieser Haken. Ups. Da kommt er oben rüber. Und jetzt wird es etwas knifflig. Und zwar könnt ihr euch dann hier wieder mit dem Drehrad das hier rausziehen. Und dann seht ihr dieses Teil, da muss der Faden auch gleich entlang. Erst einmal muss er hier hinter diesen kleinen Hebelchen lang. Dann haltet ihr den am besten hier hin, nehmt die Pinzette und zieht ihn hier durch. Dann ist er hinter diesem Teil. Und dann sind hier zwei solche kleinen Widerhaken, würde ich mal sagen, zwei kleine Haken. Da muss der Faden hinter beide hintergeführt werden. Jetzt halte ich ihn mal hier oben. Jetzt hängt er hier hinter. Dort. Und dann habt ihr hier so einen kleinen Hebel. Den betätigt ihr jetzt. Dann macht es einmal klack. Dann lasst ihr ihn wieder los. Und der Faden ist hier hinter. Jetzt könnt ihr ihn noch ein bisschen ziehen. Und wenn er nicht ordentlich abgeschnitten ist, noch einmal abschneiden. Und dann kommt der Faden durch diesen Greifer hier. Auch hier könnt ihr wieder gucken, dass ihr möglichst Platz dahinter habt. Das ist auch wieder ein kleines Loch, also wie so ein Nadelöhr. Kann man den mal runter machen, dann kommen wir vielleicht besser ran. Und dort so, soll der Faden durch. Jetzt habe ich es. So, und jetzt zieht ihr den Faden raus. Und wichtig ist jetzt, dass ihr, das habe ich nämlich mehrfach falsch gemacht und das sieht man in der Anleitung leider nicht hundertprozentig. Hier, das ist ja beweglich, hier dieser Arm, sag ich mal, dieses lange Teil hier, das ist ja quasi der Arm des Obergreifers und dort muss der Faden hinten lang, also hier muss er lang und er darf nicht hier runter lang, weil sonst reißt immer der, oder beziehungsweise geht der dritte Faden aus dem Obergreifer hinaus und dann könnt ihr natürlich nicht nähen. Das heißt, er muss hier hinten, hinter dem Arm lang. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht. So, und das war's dann auch schon. Dann habt ihr alle vier Fäden eingefädelt. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr am besten, dass alle Fäden am besten am Ende unter dem Nähfüßchen landen und dann habt ihr es auch schon eingefädelt und dann könnt ihr theoretisch losnähen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr noch mehr über diese Overlock-Maschine erfahren möchtet, dann schaut doch mal hier. Hier habe ich ein ganzes Video über die Gritzner 788 gedreht und in diesem Video zeige ich euch, was die Maschine so kann, wie der Differentialtransport funktioniert, welche Zubehörteile sie so hat und wie im Ganzen meine Einschätzung zu der Maschine ist. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder mir einen Kommentar oder Daumen hoch da lasst und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram oder in meinem Blog besucht. Bis zum nächsten Mal. Ciao!